In der heutigen Folge wollen wir zusammen einen frischen Feta-Tomatendip herstellen und wie das funktioniert, das sehen wir jetzt. Kommen wir wie immer im ersten Schritt zum Warenkorb. Hier oben seht ihr in etwa 200 Gramm Feta, den ich ein bisschen zerbröselt habe, dann 125 Gramm Naturjoghurt. Müsst ihr einfach mal schauen, wie cremig ihr die Konstellation haben wollt. Hier unten seht ihr 50 Gramm getrocknete Tomaten, in dem Fall in Öl, 1,5 Esslöffel Tomatenmark. Ich werde etwas Salz verwenden, eine Knoblauchzehe und im oberen rechten Bereich seht ihr meine Umami-Würze, die ich verwenden werde. Wie immer unten alle Zutaten in der Beschreibung. Wir schnappen uns die Knoblauchzehe, die wir erstmal von ihrer Schale befreien. Und im nächsten Schritt dann etwas, wirklich nur etwas klein schneiden, könnten wir uns etwas sparen, weil wir nämlich jetzt mit einem Küchenhäcksler arbeiten werden, aber dann verteilt es sich etwas schneller und besser. Geben dann die kleinen Stücke dort hinein. Ebenso, hier haben wir jetzt unsere 50 Gramm getrockneten Tomaten in Öl, die wir auch dazugeben. Tomatenmark, ich erwähne es nochmal, 1,5 Esslöffel, aber wie gesagt, Zutaten unten in der Beschreibung, geben wir auch hinein. So schaut es dann aus und wir mixen es erstmal ein bisschen auf, pürieren es klein wenig, denn das sorgt dann einfach dafür, dass sich das Ganze später wirklich besser verteilt. Amtliches Zwischenergebnis, in welches wir dann den Joghurt geben. Naturjoghurt gibt der ganzen Sache einfach so eine gewisse Frische und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Konsistenz etwas sämiger wird. Hier, ich versuche mal ein bisschen scharf zu stellen. So, der etwas zerbröselte Feta geben wir genauso mit in unseren Mixer. Wie gesagt, heute kein wirkliches großes Kochrezept, sondern einfach nur mal was Leckeres für zwischendurch. Ich nehme vorweg, zum Beispiel zum Dippen von Brot oder Gemüse wirklich super geeignet. Hier meine selbstgemachte Umami-Würze. Oben rechts blende ich euch nochmal ein, wie man das Ganze herstellt. Gebe ich ebenso hinzu. In etwa 2 Teelöffel. Wenn ihr es nicht habt, lasst ihr es einfach weg. Stellt einfach einen natürlichen Geschmacksverstärker ohne diese bösen Dinge da, die man schon mal gehört hat, möglicherweise. Hier etwas Salz, Rosenblütensalz, könnt aber ganz normales Salz verwenden. Da wollen wir jetzt in etwa einen halben Teelöffel hineingeben. Je nachdem, wie viel Salz ihr könnt, wollt, dürft. Der Feta als solches bringt auch schon etwas Salzigkeit mit. Also achtet einfach da auf euer Herz und euren eigenen Geschmack. So wie es dann ist, pürieren wir es. Und hier kann man schon hervorragend sehen, wie sich die Zutaten miteinander verbinden. Tada, scharf stellen. Hier mal die Konsistenz herzeigen. Wie gesagt, wollt ihr etwas mehr Sämigkeit, dann sorgt ihr dafür, dass ihr etwas mehr Feta hineingebt oder einfach etwas weniger Joghurt bzw. etwas mehr Tomate, die auch eine gewisse Bindung ergibt. Schaut einfach mal. Hier in einem kleinen Schälchen angerichtet, mal auf einem kleinen Brettchen an etwas Brot. Ich gebe dann noch hier etwas natives Olivenöl darüber. Ebenso ein paar Flocken Fleur de Sel. Verteilen. Und wie immer bleibt mir nur zu sagen, bon appétit!